Was kann uns jetzt noch helfen? Wie geht das weiter mit der Wirtschaft, mit den Finanzen, mit der Energie? All diese Fragen schwirren in unseren Köpfen herum. Und ich habe einfach mal jetzt das Jahreshoroskop für die zweite Jahreshälfte 22 als Unterlage genommen und habe einige wichtige Dinge gefunden, die es sich lohnt anzuschauen. Und ihr bekommt auch wieder von mir eine ganz besonders tolle Hilfestellung, um das, was hier alles noch geschehen könnte, gut durchzustehen. Also bleibt dabei, es wird sehr interessant werden. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich habe das Buch geschrieben, Kosmisches Wissen von den Plejaden. Und du kannst es dir jetzt schon im Handel vorbestellen. Es wird wohl Ende August, Anfang September auf dem Markt erhältlich sein. Der Link ist unter dem Video. Und wenn du immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, darfst du meinen Kanal auch sehr gerne abonnieren, um immer up to date zu sein. Herzlichen Dank dafür. Ja, und jetzt gehe ich mal in dieses Halbjahreshoroskop für Deutschland und Europa hinein. Ich habe also besonderen Wert auch auf diese zwei Mondfinsternissen gelegt. Da komme ich dann später noch dazu. Und wir werden am Ende des Videos auch noch eine ganz intensive Reise zu unseren Ahnen machen, denn dort können wir uns ganz viel Hilfe holen, wie wir oder was wir in diesem Jahr im Ausklang zu dem Jahr tun können, damit wir in einer positiven Energie sind, ihr Lieben. Ganz wichtig ist das, ich lege es euch ans Herz. Wenn ich jetzt mal das Horoskop vergleiche von diesem Jahr mit 1948. 1948 hatten wir die Währungsreform und wir haben jetzt in diesem Jahr so ähnliche Energien, nicht ganz so stark wie damals, aber es zeichnet sich bereits ab, dass da irgendetwas entstehen könnte. Damals wurde es von im Quadrat von Mars, Saturn und Pluto wurde die Venus verletzt und dieses Jahr haben wir die Venus auch wieder. Sie wird von Mars und Saturn belagert und Uranus, der Erneuerungen und Reformen bringt, steht also auch im Spannungsfeld zu ihr. Von daher ist unsere liebe Venus, unser wundervoller Stern, hat also da echt zu kämpfen in seiner Energie, um die Liebe auf die Erde zu bringen. Aber wir sind ja auch noch da, um das einfach auch zu festigen, ihr Lieben. Wenn ich jetzt gucke zu der ersten Mondfinsternis dieses Jahr, die war am 16.05.22, die war im Skorpion. Und das Horoskop dieser Mondfinsternis beherbergt eine schwierige Konstellation, die sich in den kommenden Monaten bemerkbar machte, also in den Monaten bis jetzt so ungefähr. Viele Erneuerungen und Einschränkungen sind im Gespräch, ganz massiv gerade, was sich die Politiker denken, was sie uns wieder auferlegen können an allen möglichen Maskenpflichten, Schlumpfpflichten oder Lockdowns, ja oder nein. Alles ist gerade so ein bisschen durcheinander und man will da in eine Richtung gehen, die, ja, die irgendwie gar nicht so gerechtfertigt ist, aber das kommt von diesen Energien. Und wenn ich jetzt in die andere Mondfinsternis gehe, die noch kommt am 8.11., dort ist die Mondfinsternis im Zeichen des Stiers. Und der Stier ist ja für die Erde, er kümmert sich ja um die Erde, er ist sehr gut geerdet und möchte auch immer alles, das in Sicherheit ist. Diese Thematik von der ersten Mondfinsternis spiegelt sich tatsächlich in der zweiten Mondfinsternis wider. Das heißt, wir sind immer noch in diesem Spannungsfeld und wir sind sehr gefordert. Wir können eventuell größere Veränderungen im Weltgeschehen erwarten. All das liegt in der Energie, was die Astrologie uns sagt. Die Astrologie ist ein Ratgeber, ein Hinweiser, es muss nicht immer so kommen, was hier vorausgesagt wird, aber die Energietendenzen liegen einfach vor. Und wenn wir uns
daran orientieren, dann haben wir die Möglichkeit, das immer zum Besseren zu bringen. Allein mit unserer Gedankenkraft und mit unserer Liebe. Deswegen ist es wichtig, dass ihr keinesfalls irgendwie in die Angst geht bei all den Konstellationen, die hier von der Astrologie zur Verfügung stehen, sondern dass ihr all dies, was da zu uns kommt, als Chance nehmt, um dies in eine positive Richtung zu bringen. Und das ist nämlich das Wichtigste, denn wir befinden uns in einer Zeit des Wandels. Ihr wisst es alle, wir sind mittendrin, mittendrin. Und es ist wichtig, dass wir die Dinge so sehen, wie sie sind und dass wir daran dann erkennen, wie es weitergehen kann. Und dazu machen wir nachher gleich diese intensive, superschöne Reise zu unseren Ahnen und Vorfahren, denn die haben ja ganz viel Erfahrung und diese Kraft können wir uns holen und nutzen in diesen Jahren. Denn es ist jetzt zum Ende des Jahres ja noch nicht vorbei, sondern wir sind mittendrin, also es geht weiter, ihr Lieben. Das Jahresende wird von einem starken Spannungsaspekt zwischen Mond, dem Volk und dem Mars gekennzeichnet. Der Mars steht außerhalb noch über das Haus 8 und das Haus 8 bringt uns ganz viel Transformation. Es könnte Verluste bringen und es bedeutet aber auch eine Neugeburt, einen Neubeginn. Es steht für intensive Erfahrungen in unserer persönlichen Weiterentwicklung. Spirituell gesehen bedeutet dies immer eine Möglichkeit der Karma-Ablösung. Schaut einfach, dass es euch gut geht, sorgt ein bisschen vor, damit ihr den Winter gut übersteht, denn es ist halt nun mal eine schwierige Zeit. Und ich glaube oder ich weiß, je schwieriger die Zeit ist, umso mehr entwickeln die Menschen Fantasie und ersinnen neue Ideen, um eben sich da auch gegenseitig zu helfen. Und ich hatte schon mal gesagt, es gibt seit neuestem Treffen in den Parks, wo man sich gegenseitig unterstützen kann und helfen kann. Nutzt dies und wenn ihr selbst in eurer Stadt sowas noch nicht habt, dann gründet es. Und so werden wir gut durch diese Zeit kommen. Denn wenn wir zusammenhalten, wenn wir Interessengruppen bilden und das ist das Ziel, dass wir uns dann gegenseitig unterstützen und dann ist alles viel einfacher. Es ist ganz wichtig, dass ihr das wisst und dass ihr immer das große Ziel im Auge behaltet. Es geht um etwas ganz Großes, denn die Welt möchte, die Erde möchte aufsteigen. Sie möchte aus diesen ganzen negativen Energien hinauskommen. Und wir sind ja hier, um sie dabei zu unterstützen. Und von daher ist es so, wie es ist. Und wir sind da, um die negativen Energien in positive umzuwandeln, um in jedem Aspekt, und wenn er noch so negativ sei, das Positive zu sehen, ihr Lieben. Das ist ganz, ganz wichtig und das lege ich euch sehr ans Herz, dass ihr immer versucht, das Gute zu sehen, denn damit darf sich das Licht ausbreiten und wir kommen in die positive Schwingung hinein und so werden wir auch den Jahreswechsel gut überstehen. Wir werden dadurch dann ganz viel Licht auf die Erde bringen. Und jetzt darf ich euch einladen, gleich mit mir diese wundervolle Reise zu unseren Ahnen zu machen. Und ich freue mich schon sehr auf euch. Ich freue mich auch auf all die, die zum spirituellen Treffen nach Marburg kommen. Denn dort werdet ihr mich persönlich kennenlernen. Und dort gibt es eine ganz besondere neue Heiltechnik, denn es gibt die Lichtbetten von Smarana. Und diese Heiltechnik werde ich euch überbringen und ihr werdet es am eigenen Leibe fühlen. Und ihr dürft auch diese Heiltechnik mit nach Hause nehmen und selbst experimentieren. Ihr bekommt von mir alle Informationen, die wir dazu brauchen. Und ich freue mich schon so sehr darauf. Es dauert ja nur noch ein paar Tage. Unter dem Video ist auch ein Link. Und zwar gibt es ja den Livestream, an dem ihr teilnehmen könnt oder ihr könnt persönlich kommen, je nachdem, was für euch jetzt besser wäre. So, und jetzt bereite ich mich schon vor auf unsere wundervolle Reise und ich wünsche euch allen ganz viel Kraft,
ganz viel positive Energie mit dieser Reise. Und so atme nun das Licht der Liebe ein und spüre, wie diese Liebe dein Herz berührt, wie sie deinen ganzen Körper und deine Seele berührt. Und wenn es dir möglich ist, dann dehne dich mit diesem Licht aus und komme in deine Mitte. Je mehr du dieses Licht der Liebe fühlst, umso mehr wirst du in deine Mitte kommen und umso leichter wirst du gleich die folgenden Energien aufnehmen. Fühle, wie das Licht der Liebe durch dich fließt und fühle, wie deine Seele sich dabei ausdehnt und dich zu tragen beginnt. Es wird dir ganz leicht und du spürst, dass dich deine Seele zu einem großen Baum trägt. Es ist der Lebensbaum deiner Vorfahren. Und du spürst vielleicht schon, wie die Energie zunimmt und wie dich dieser Baum förmlich anzieht. Denn auch du gehörst hierher. Es ist der Baum, der Stammbaum deiner Familie und deiner Ahnen. Dieser Baum trägt die Stärke deiner Familie, die Stärke von dir selbst. Und es ist der Baum, der dir helfen wird, alle Veränderungen zu überleben, die auf dich zukommen werden. Alle Veränderungen in Leichtigkeit zu durchgehen, zu durchschreiten, denn er wird dir Stärke geben und er wird dich mit deinen Vorfahren verbinden. Die Wurzeln dieses Baumes, sie reichen tief in den Boden hinein und verbinden dich mit der Erde und mit all ihrer Weisheit. Spüre die Energie des Baumes, spüre Mutter Erde und ihre Weisheit. Die Äste des Baumes reichen hoch in den Himmel und verbinden dich mit dem Universum und all seinen Geheimnissen. Spüre ein wenig hinein in die Äste des Baumes und in das Universum. Und spüre, wie die Kraft des Baumes dich nun berührt. Betrachte dir diesen Baum ganz genau. Atme dabei tief ein. Und spüre, wie diese Kraft nun durch dich hindurchfließt. Spüre, wie du mit dem Baum verschmilzt und wie du mit etwas verbunden bist, das viel größer ist als du selbst. Denn du bist
mit der Weisheit der Jahrhunderte verbunden, mit der Weisheit deiner Vorfahren. Du bist mit einer Kraft verbunden, die dir helfen kann, alles zu überleben, was auf dich zukommt. Lass diesen Baum in diesen Zeiten des Wandels dein Anker sein. Er wird dir die Kraft geben, deinen Weg zu gehen und dich weiterzuentwickeln. Und nun hast du Gelegenheit, einen Kontakt zu deinen Vorfahren aufzunehmen. Es kann sein, dass es jemand ist, den du bereits kennst, oder jemand, den du noch nie getroffen hast. Es kann ein direkter Vorfahre sein oder jemand aus einer früheren Generation. Diese Person kommt nun auf dich zu und sie legt ihre Hände auf deine Schultern. Du spürst, wie dich die Liebe dieser Person durchfließt und wie du dich mit ihr von Herz zu Herz verbindest. Nimm dir einen Moment Zeit, um diese Verbindung so intensiv wie möglich zu spüren. Und höre oder fühle, was sie nun zu dir sagt. Welche Bilder dir erscheinen, welche Gefühle du bekommst. Alles, was sich zeigt, ist wichtig und gehört zu dir. Vielleicht hat diese Person eine bestimmte Weisheit für dich, die dir in diesen Zeiten des Wandels helfen kann. Ich gebe dir nun ein wenig Zeit, damit du alle Informationen bekommen kannst. Sobald du die Botschaft erhalten hast, bedanke dich und lass ganz viel Liebe zu dieser Person fließen. Sie wird sich jetzt von dir verabschieden und zum Baum deiner Vorfahren zurückkehren.
Und für dich ist es an der Zeit, dass du in dein eigenes Leben zurückkehrst. Und so verabschiede dich auch von dem Baum und lass dich von deiner Seele in dein Hier und Jetzt hineinbringen. Voller Weisheit, voller neuer Erkenntnisse ist nun dein Herz. Du wurdest reich beschenkt. Und dann nach einer Weile bewege Hände und Füße, öffne deine Augen und sei ganz wieder hier. Es war eine wundervolle Reise und auch ich habe neue Dinge erfahren und ich bin so dankbar dafür, dass dies heute geschehen durfte. Und ich weiß, dass uns dieser Baum, jedem Einzelnen von euch, ganz viel Hilfe geben wird. Denn ihr könnt wirklich jederzeit wieder dorthin gehen und ihr werdet immer wieder einen neuen Rat bekommen, wenn ihr denn eine Frage stellt. Und so wünsche ich euch allen eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann!